Herzlich willkommen und hallo beim Nerd einer Dope Show. So, Leute. Ernststamm 2 Wochen Reflexion vom 8.8. bis zum 14.8.1994. Zuerst war ich froh, dass diese Woche das Haus wieder aufgemacht wurde. Dann habe ich auf hastig 2 Testbriefe rausgeschickt, worauf ich 2 positive Antworten bekam. Den einen darf ich nicht wahrnehmen. Auf 3 weitere Antwortschreiben warte ich noch. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass die negativ ausfallen oder zu spät kommen. Ich möchte auf keinen Fall meinen Test am Babytisch machen. Das würde meiner Meinung nach den Sinn verfehlen. Ich bin kein Freund von Spontanitäten, aber dieses Mal wird mir nichts anderes übrig bleiben. Was mich außerdem getroffen hat, ist, dass Sibylle von Sonntag auf Montag abgehauen ist. Ich mochte sie als Mensch recht gerne und habe viel Energie in sie gesteckt, dass sie sich mehr öffnet. Nun gut, es ist nicht das erste und nicht das erste Mal, dass ein Mensch geht, den ich gern hatte. Die Ausgänge laufen mir echt gut rein. Ich war mit Dieter unterwegs und es entwickelt sich eine kleine Freundschaft. Ich bin der Überzeugung, dass nach der Therapie solche Freundschaften wichtig sind. So, Testbriefe. Ja, der Test ist, wenn man sich vorbereitet auf die K-Phasenaufnahme. Ja, da muss man ja erstmal gucken, wie geht es einem. Und das macht man in Herrsching, hat man so gemacht, dass man einen Test gemacht hat in einer Firma oder irgendwie so, dass man halt da hingegangen ist, ein paar Tage lang gearbeitet hat, um zu schauen, wie funktioniert man denn in der Kommunikation mit Menschen außerhalb und kann man auch schon wieder ganz normal in der Arbeitswelt eingegliedert werden. In meinem Fall, weil ich ja Münchner war und mit der S-Bahn nach Herrsching, das ist ja keine Aktion, 40 Minuten, alle 40 Minuten fährt der S-Bahn, 50 Minuten, glaube ich, dauert es ungefähr die Fahrt. Und da hatten die halt Angst gehabt, dass ich Leute kenne, wo ich ganz einfach hingehen kann und dann meine Zeit absitzen. Also Misstrauen war einfach da. Vor allem die von meinem Stamm, die Marion, mit der ich mich überhaupt nicht verstanden habe, dann sie auch nicht. Sich nicht mit mir, also die konnte mir nicht ausstehen und die hat man halt immer versucht, alles möglichst schwer zu machen. Und die war auch derjenige, die gesagt hat, nein, sie möchte nicht, dass ich da in München meinen Test mache. Meine Optionen war am Babytisch sitzen und mit den Eingewöhnungsphasen nochmal da zu schauen, wie das auf einen wirkt. Und das habe ich jeden Tag gehabt. Also jeden Tag hat man ja mit den Leuten zu tun. Warum sollte ich dann mich da hinsetzen und mich nur mal so, auf keinen Kaffee trinken und so eine Sachen? Warum sollte ich das dann noch einmal machen? War für mich überhaupt nicht null. Jetzt war es halt so, dass ich tatsächlich 3, glaube ich, gebraucht hätte. Jetzt habe ich in Gemmering einen Laden gefunden, der gesagt hat, okay, kann ich kommen. Den haben sie mich auch machen lassen ein paar Tage, den habe ich aber abbrechen müssen, weil dort der Lagerist lange Finger gemacht hat. Und das haben sie dann hat er dann auf mich geschoben. In einem Elektrogroßhandel, da wo große Elektrosachen sind, Waschmaschinen, Herde und so Zeug und Fernseher, da ist halt, ich weiß nicht, irgendwas Kleineres, aber Gameboy oder was ist verschwunden und das wollten sie mir in die Schuhe schieben. Und naja, ich habe es halt natürlich geleugnet, weil es auch nicht war. Und dann musste ich aber aufhören mit dem Test dort. Die wollten mich nicht mehr haben. Also blieb mir halt nur übrig, mit dem Fahrrad einmal um den See zu fahren, vom Herrschinger See. Und die Polizei zu besuchen. Und von den beiden, glaube ich, ja, erzähle ich das nächste Mal. Von dahin, Leute. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Daumen nach unten, wenn nicht. Aber dann schreibt mir gefälligst in die Kommentare, warum. Bis dahin. Peace out.